Die Karl Förster Anerkennungen. Zwei Konzepte, die bereits mit Lenné-Anerkennungen ausgezeichnet wurden, überzeugten die Jury auch in Bezug auf die Pflanzenverwendung. Die Arbeit Landschaft Schlechteberg von Marie-Louise Tschirner, begeistert durch die Idee der sternförmigen Kurzumtriebsplantagen, angelehnt an die Strukturen der historischen Heckenpflanzungen. Ihnen gelingt mit einfachsten Mitteln eine große Inszenierung des Landschaftsraums. Besonders reizvoll ist die zeitliche Dynamik von Anpflanzung, Wachstum und Ernte, die zu wechselvollen Ausblicken inszeniert werden. Neben klimatisch positiven Auswirkungen wird dadurch vor allem das Landschaftsbild bereichert. Und der Schlechteberg erhält eine identitätsstiftende Aura. Für dieses Konzept vergibt die Karl-Förster-Stiftung eine Anerkennung. Darüber hinaus beeindruckte auch die Arbeit Forêt en Ville von Katrin Schneider und Jodok Kreutsch. Sie erkennen in innerstädtischen Wäldern einen unverzichtbaren Bestandteil von Großstädten. Als Beitrag für den klimatischen Ausgleich, die Erhöhung der Biodiversität und als urbanes Erholungsangebot. Das Pariser Waldband aus 7 regionaltypischen Waldgesellschaften verbindet den gesamten Fermier-Généraux-Ring. So befindet sich zum Beispiel der Mischwald der Bretagne im nordwestlichen Abschnitt, der Eichenwald des Grand Est im Osten und der Zedernwald aus Okzitanien im Süden. Schlüssig werden die Waldschollen mit Leitpflanzen, zum Beispiel verschiedene stadtverträgliche Eichensorten, sowie passende Staudenunterpflanzungen gestaltet. Insgesamt formuliert die Arbeit eine starke Idee, die sich glaubwürdig aus der spezifischen Verwendung der Pflanzen herleitet. Das würdigt die Jury mit der Karl-Förster-Anerkennung 2018.